Ich glaube, dass die Mountains oder Berge mystisch sind. Die Berge haben für mich eine extrem grosse Kraft. Wir sind schon noch ein bisschen weg von der Zivilisation da. Das ist ganz wichtig. Wir sind hier im Gletscher, am Eis, das 100.000 Jahre alt ist. Im Gestein, wo 10 Millionen Jahre, 15 Millionen Jahre alt ist. Es ist schon noch was Natürliches. Es ist nichts Künstliches erzeugt, aus China importiert. Also ein bisschen Mystik darf dabei sein. Mystisch ist ganz viel an diesem Tal. Also einerseits die Geschichte, die Teufelsgeschichte mit dem Stein. Also es gibt extrem viele Mythen und Legenden um das Tal. Ja, der Mythos Andermatt ist eben der Berg. Also wenn man schon zurückgeht zum Goethe, der hat ja damals geglaubt, das sei der höchste Berg von Europa, was ja nicht stimmt. Aber das ist für ihn einfach der massive Berg. Und wenn man dann durch die Schöllen kommt, eine relativ lange Schlucht, und auf einmal macht das auf, das ist ein sehr spezieller Moment. Das heisst, die Natur ist sehr einzigartig. Ich glaube, die ganze Gotthard-Region hat die absolute Kraft über Jahrhunderte gehabt, mystisch zu sein, legendär, sagenhaft. There's this power of those granite mountains. You really feel when you're coming up from Göschenen up to Andermatt. This is the sight that I never get over. I remember the first time the word Andermatt came. I was speaking at the time with the Swiss ambassador, and he mentioned that the army has this big presence in a place called Andermatt, and they're actually leaving. Die 90er Jahre, die sind prägt gsi vom Wegzug von der Armee natürlich. Alle direkten und indirekten Auswirkungen von der Armee sind schlagartig fort gewesen. Andermatt hat einen wahrhaften Niedergang erlebt. Leute sind weggezogen, keine neuen Arbeitsplätze sind dazugekommen. Es war eine Zeit, die auf jeden Fall schwierig war, für, nicht nur für das Urseretal, sicher auch für den ganzen Kanton Uri, dass da immer weniger Leute in den Bergen wohnen. Ja, die Hauptgründe, dass Leute dorthin ziehen, auch mit Familien und Jungen, sind wahrscheinlich schon die Arbeitsstelle bis jetzt. Darum musste man pendeln. Und das hat sicher viele Leute dazu bewogen, ins Unterland zu ziehen und dort auch eine Wohnung zu suchen und dort Fuß zu fassen. Ja. I just couldn't believe that a huge piece of land like this, an hour and something from Zurich, an hour and a half from Milano, is lying idle and nobody is thinking about using it. And I saw literally immediately what one can do on this piece of land for this area to start growing again. Ja, das ist fast ein Märli gsi. Also man hat es damals auch als Märli bezeichnet. Es sind natürlich ganz ein Haufen Gerüchte durch das Tal geschossen und die Gerüchte sind wir uns gewöhnt im Urseretal. Das ist so extrem geworden, dass es eigentlich niemand mehr geglaubt hat, dass überhaupt etwas passiert. Und tatsächlich ist das für viele Leute eine unglaubliche Rettung in letzter Sekunde gewesen. I actually asked to meet them all. You know, it's not a huge town, it's only 1,000 people. And I, deep in my mind, I said, if I feel there, that I'm not welcome, I will not do the project. Es war eine unglaubliche Stimmung. Wir waren damals vielleicht 1500 Leute im Tal, alle zusammen. An diesen ersten Sitzungen sind weit über 2000 Leute auftaucht. Also Andermatt war plötzlich wieder riesengroß. Die Euphorie war fast unreal. Also wir haben eine unglaubliche Erleichterung gespürt. Der Gemeindepräsident hat damals geredet. Die Leute haben natürlich alle mit Hoffnung in die Zukunft geschaut.
dass aus dem Serbelnden Andermatt, dass man aus dem etwas gemacht hat, wo Zukunft verspricht, wo auch die jungen Leute eine Zukunft haben. So viele Varianten hat es vor 20 Jahren in Andermatt nicht gegeben. Und darum sind viele weg, es kommen viele zurück. Und viele kommen zurück mit guten Ideen. Ich bin auch zurückgekommen mit vielen Ideen und viel Motivation, in Andermatt etwas zu machen. Ich bin kein Prophet, aber es ist natürlich vor allem eine Möglichkeit. Ich glaube, die Bedingungen im Moment sind so gut wie lang nicht mehr.